Willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time. Beim letzten Mal hatte ich keine Ahnung, wo ich lang gehen muss. Das liegt halt daran, dass ich falsch gedacht habe. Weil beim Rennen ist mir nämlich aufgefallen, es gibt doch eigentlich nur eine Waffe, die hohen Spezialität ist. Und das ist nicht dieser komische Hammer, den wir dann hier noch kriegen werden, sondern es ist nämlich was ganz anderes. Nämlich etwas, was wir schon haben. Das nennt sich Bombe. Nee, das ist für Bombe. Ja, und mit der Bombe können wir dann da hinten hier das Tor öffnen oder die Tür öffnen. Wo ich sagte, ja, brauchen wir bestimmt hier einen Hammer für. Nein, brauchen wir nicht. Man braucht einfach nur viel Geduld und eine Bombe. Ich hab doch kein Herzen hier, die Fledermaus ist nicht nett. Nee, die ist gar nicht nett. Nee, nee. So, legen wir es da mal ab. Und yeah. So, und hier hinten müssten wir dann jetzt eigentlich den Schlüssel bekommen. Außer es gibt noch einen Weg, den ich jetzt nicht kenne. Was ich nicht hoffe. Hallöchen, Herr Krone. Die Qualen haben ein Ende, ich bin frei. Lass mich dir als Dank dafür etwas verraten. Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Das Relikt der Kronen kann dir dabei behilflich sein. Ja, vielen Dank für diesen wertvollen Tipp. Und diese Schalter werden wir dann halt auch noch zu Gesicht bekommen, definitiv. So, jetzt öffnen wir erstmal die Truhe hier. Und da haben wir den Schlüssel, den wir gesucht haben. Gut. Und mit dem Schlüssel, den wir gesucht haben, gehen wir jetzt noch da hinten hin, wo diese Feuergeysir ist und sowas. Und wo wir dann halt mit dem Block da drauf auf dem Feuergeysir dann weiterkommen. Wird ja auch Zeit, dass wir jetzt endlich mal weiterkommen. Wir haben jetzt hier die letzte Folge irgendwie hier so nur ein bisschen herumgedümpelt, habe ich das Gefühl. Ne? Und das muss ja nicht sein. So, hier mal Tür auf. Hier mal kurz durchrutschen. Und dann warten. Ach so, ist... Doch, ich wollte schon gerade sagen. Sehen jetzt nicht mehr so. Ach, komm ich so gleich. Oh, ja, okay, so komme ich nicht da. Okay. Dann muss ich das doch auf dem Weg hier machen. Da war ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt so funktioniert oder nicht. So. Hier drüben ein paar Fledermäuse. Können wir auch mal ganz kurz erledigen. Troppen auch keine Verherzen, ey. Es ist doch schlimm. Weißt du, da ist man hier schon so. Beschissen dran mit Herzen und sowas und dann auch noch sowas. Also wirklich. Das muss doch nicht sein. Na egal. Ich weiß, da lagen Herzen, aber da gehe ich jetzt nicht hin. So, hier die Tür, wo wir einen Schlüssel brauchten und jetzt kommen wir endlich weiter. Yeah. Dann haben wir den Goron drin, da muss ich dann gucken, wie ich da reinkomme. Hallo? Da will ich nicht mehr reden. So? Ja. Bitte. Hey, friss mich nicht. Wenn du mich frisst, wird dir ganz schlecht werden. Du wirst es bereuen. So einen komischen Goron hatten wir auch schon mal. Der dann halt irgendwie keine Ahnung hatte. Gut, hier ist nichts weiter. Dann können wir jetzt hier... Da, ja, springt es mich an. Ich glaube, es hackt. Droppt aber auch keine Herzen. Gibt's ja nicht. Ja. Einfach immer schön draufhalten. Immer draufhalten. Ja, die Magieflasche brauche ich jetzt nicht wirklich. Ja, dafür gehen wir mal rüber. Schubsen dann einmal das Ding hier runter. Ah, nein, nein. Okay. Dann gehen wir halt nochmal dahin und schubsen dann das Ding runter. Irgendwie. Hoffe ich. So. Dann hier. Dieser Kristall, der links steht, ist übrigens einer von den Schaltern, die sich nur mit Gewalt aktivieren lassen. So. Schieb und schieb und schieb, schieb, schieb. So.
schieben wir den hier mal auf die Markierung hier drauf. Ich weiß noch nicht, ob das irgendwas bringt, aber wir machen das trotzdem. So. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt wirklich irgendwie gut war oder sowas. Aber wir gucken mal. So kommen wir dann nämlich hier hoch, können dann halt hier hochklettern. Und um hier an dem Feuer da vorbeizukommen, brauchen wir dann halt den Schalter da. Ich hoffe, der sitzt da richtig. Ja, das sieht gut aus. Auf Anhieb perfekt geworfen. Und dann haben wir halt nur ein geringes Zeitfenster, um hier jetzt hochzukommen. Ja, normalerweise müsstest du halt das anschlagen und dann halt da entlang laufen und dann hier hochklettern. Ich glaube, das geht gar nicht in der Zeit. Ja, war das an sich, glaube ich, schon richtig, was ich getan habe. Aber Glauben ist bekanntlich nicht Wissen. Ja, ja, das ist ja super. Muss ich jetzt hier aufpassen, wo ich jetzt hingehe. Weil hier die Rolling Stones mal wieder vorhanden sind. Noch keine Ahnung, wo ich jetzt genau lang gehe. Hier konnte ich durch. Und habe hier eine Tür. Was haben wir hier Feines? Einmal ein Schalter. Dann befreien wir den nächsten Goron. Yay! Die Koalen. Ja, bla. Du hast mich gerettet. Was offenbare ich dir ein Geheimnis? Hast du Feuer gefangen? So schwinge dein Schwert. Oder rolle dich über den Boden. So löscht du es schneller. Na gut, dann werfe ich halt kein Pokéball auf ein Feuer drauf, weil sonst habe ich ein Feuer gefangen. Ne? Weiß Bescheid. So, was haben wir denn hier jetzt Schönes drin? Auch wieder ein Schlüssel. Das ist ja schon mal gut. Ja, ja. Ganz viel wichtiger Text, den ich sowieso schon 30 Mal gesehen habe. Gehen wir halt mal hier durch. Wir müssen halt jetzt aufpassen, dass wir hier nicht überrollt werden von irgend so einem Steingedöns. Hier drüben könnte ich den Schlüssel schon verwenden. Gucken aber mal, ob wir das hier noch irgendwo was brauchen. Ah. Natürlich piepsen wir jetzt wieder rum. Ah. Ja, da. Okay. Hinten ist ein Schalter. Haben wir auch wieder einen befreit. Hey, du da. Ja, irgendwas von Qualen und sowas. Ich habe ihn befreit. Er verrat mir ein Geheimnis. In diesem Tempel gibt es Türen, die dich beim Versuch, sie zu öffnen, erschlagen. Sei gewarnt. Besitzt du das Relikt der Koronen, kannst du sie zerschmettern. Ja, nur habe ich nicht mehr so viele Bomben. Noch ein Schlüssel. Na, klasse. Okay. Gut, dann denke ich mal, wir können jetzt hier dahin gehen, wo die abgesperrte Tür war. Wow. Au. Aber ich habe irgendwie gerade keinen Schaden bekommen. Au, jetzt habe ich Schaden bekommen. Warte mal, wir gucken mal, wo wir jetzt hier lang sollen. War das nicht hier irgendwo hier drüben schon? Hier noch nicht, da drüben ist es, okay. Dann mal gucken. Herzen wären jetzt echt nicht verkehrt, wie hier zum Beispiel. So. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Jetzt muss ich mal gucken, was ist denn da unten? Kann ich noch nicht hinsehen. Sieht auf jeden Fall ziemlich nach Tod aus. Wenn ich mich nicht irre. Ja, auf jeden Fall nach einem tiefen, dunklen Schacht. Ich glaube, da sollte nicht einfach runterfallen. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben da drüben eine Dings und da haben wir eine Dings und da kann ich gegenschießen. Und die Tür zu öffnen. Dann brauche ich einmal Pfeil und Bogen. Wo habe ich das denn? Wo habe ich das denn? Da.
lege ich mal hier drüben ab. Und dann mal gucken. Bam! Treffer auf Anhieb. Steigere mich so langsam. Muss ich da vorsichtig hingehen? Ganz vorsichtig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es geht da viel zu tief runter. Ich finde das nicht okay. So. Kommen wir jetzt hin? Da ist noch eine Truhe. Und wir kriegen wahrscheinlich einen Kompass oder so einen Dreck. Nee, die Karte. Meinetwegen. Brauche ich jetzt nicht zwingend, aber ist besser als nichts, ne? Okay, dann brauchen wir da jetzt, glaube ich, nicht mehr reingehen. Das war ja nur, um die Truhe da zu öffnen. Dann gehen wir jetzt hier hinten durch, wo wir den zweiten Schlüssel verwenden müssen, den wir gerade gekriegt haben. Das sieht doch ganz gut aus. Obwohl, wenn ich mir recht überlege, nee, sieht nicht gut aus. Na, shit. Okay. Oh, shit. Na, ja, lauf zur Feuerwand hinzu. Die verfolgt mich nämlich jetzt, wenn ich irre. Ja. Da kommen ja einfach mal die Viecher hier vorbeigeflogen. Wollen einen dann auch noch ärgern. Kann ich ja wieder haben. Okay. Jetzt habe ich hier auf dem Weg dahin jetzt eine Tür gesehen, wo da so ein Schlüssel zu verwenden ist. Müssen wir jetzt immer wieder einen Schlüssel herholen von irgendwoher. Gehst du mal bitte da durch? Danke. Ach, jetzt sind wir hier oben bei den Rolling Stones. Okay. Immer drauf, dass er gar keine Chance hat, hier mich zu attackieren, hier. Hier haben wir einen Quack in den Boden. Hey! Mammut, ich kann unter uns Stimmen von Goronen hören. Nein, na, wirklich? War ein Crack in den Boden. Willst du mich verarschen? Na, dann gucken wir mal. Au. Das war voll schade. Die neue Band. So, du bist jetzt der Gorone, den wir vorhin gesehen hatten. Die Qualen haben Ende und sowas. Ich bin sein Retter und er hat einen Ratschlag. In diesem Tempel wirst du auf Kreaturen treffen, die dich attackieren, während sie tanzen. Gegen Pfeile sind sie immun. Finde das Relikt der Goronen und du wirst auch diese Gegner bezwingen. Ja, ich habe davon nicht mehr so viel. So langsam können echt mal die Gegner hier so ein paar Bomben droppen.